Wir müssen unterwegs einfach noch was machen und mitbringen. Ja. Sicher, ja? Schauen wir einfach mal. Oder ist Bayern, ist Chelsea heute in Deutschland? Ne? Also es wird lustig wahrscheinlich heute Abend, wenn ich das hier sehe. Ja, also herzlich willkommen nochmal allen bei der AP1 Bürgermeisterschaft in Obrichheim. Wir sind mittendrin in der zweiten Runde bei unserem vierten Spaßduell. Das ist das Pfalzduell. Und heute die zweite Aufgabe für euch. Es steht im Moment 1:0 für Bockenheim. Und es geht also darum, heute, da heute Abend das Spiel ist, Bayern München in der Champions League gegen Chelsea London, eben sagen, damit ihr alle wisst, worum es geht und alle wisst, wie richtig es sein sollte, dann, also wie die Regeln dann wirklich am Ende sind. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß. Bleibt daher auf jeden Fall hier, wenn das Ergebnis feststeht. Denn wir wollen heute Abend noch gemeinsam die Party hier machen, dann die Fußballparty. Und wir haben ja auch die... Bruder und Ziel ist auch mal sehr interessant. Da haben wir schon Ziel, die schon mal rumlaufen. Jawohl. So, versuchen wir es mal gerade mit so einem Stimmungstest zu machen. Vielleicht hören wir es mal raus und hören dann schon mal, wer vielleicht die meisten Teilnehmer hier hat. Probieren wir das einfach mal. Ja, ich sag ja jetzt, Stand jetzt, ja. Also, wer ist aus Bockenheim? Wer ist aus Obrichheim? Die Bockenheimer können einfach ein bisschen länger, oder? Ja, von euch fehlen wahrscheinlich noch ein paar. Die haben sich noch in Feuerwehrautos versteckt, oder? Die kommen noch. Jawohl, so soll es sein. Ja, Mensch, super Outfit hier, muss man wirklich sagen, ja, sensationell. Was war denn bei euch heute Morgen so alles los? 8.10 Uhr, als dann die Aufgabe verkündet wurde. Und wir haben gerechnet, dass heute was mit Fußball ist, weil heute Abend das Spiel ist gegen Bayern gegen Chelsea. Dann haben wir gedacht, wir sind so ein Fußballspiel, irgendwie so ein Wettbewerb im Fußballerischen. Wir waren darauf vorbereitet, haben das geübt. Und das anders gekommen ist, okay, wir sind da. Ja, was habt ihr denn geübt hier? Das Verkleiden oder was? Ja, wir haben geguckt, dass wir entsprechend Trikots bekommen, weil die Voraussetzungen waren ja, drei Teile sollte jeder am Körper haben. Da haben wir geguckt, dass wir entsprechend Trikots haben, Hosen, Stulben, Fußballschuhe, Utensilien und so weiter. Stefan, wie war es bei euch in Obrichheim? Ja gut, es war so, dass wir die Trikots bekommen haben von unserem ersten FCK-Fanclub, ja. Wir haben auch Utensilien bekommen, Pokale und so weiter.
diese Sachen haben wir organisiert, haben wir die Leute zur Verfügung gestellt. Ich hoffe, dass genug Leute da sind, die das auch dann tragen. Also kommen gerade wieder ganz viele hier rüber, habe ich da vorne gesehen, ja. Also, was sind die von euch hier, sind die von dir? Teils, teils. Alles, schon, wie teils, teils? Schon wieder gemischt da vorne, ja? Was? Alles Bockenheim. Ja, es ist Spiel heute Abend, Bayern gegen Chelsea. Was glaubst du, wie geht's aus? 3-1. Ich denke 3-1. Für, also Heimmannschaft Bayern dann, ja? 2-1 Bayern und? 3-1 Bayern. 3-1 sogar, mein Gott hier. Was? Was? Moment, ich muss mal hier gerade zu unserem Oberfanbeauftragten gehen. Was geht? Ich hab gesagt 2-1, ja, aber 3-1 Nachspielzeit. Wieder Nachspielzeit, ja. So, ja. Gucken wir einfach mal. Wir haben auf jeden Fall dank dem Genau, wo seid ihr? Also ihr könnt euch noch ein bisschen frisch machen und wir sehen uns in 10 Minuten wieder und dann gibt es die Teilnahmebedingungen. Bis gleich. Champions League Finale Bayern gegen Chelsea und so viele Gäste sind heute hier hingekommen, um mit uns gemeinsam die RP1 Bürgermeisterschaft zu feiern. Schön, dass ihr alle hier seid! Bevor wir euch gleich die Regeln noch einmal vorlesen und die Bürgermeister noch mal zu mir nach vorne kommen, darf ich euch jetzt ein bisschen musikalische Unterhaltung versprechen. Jetzt gibt es eine Künstlerin, die heute ein Heimspiel hat. Und ich darf aber alle bitten, jetzt einen riesen Willkommensapplaus gleich loszuwerden an sie. Sie kommt aus Obrichheim und hat euch 3 Superhits mitgebracht. 3 wunderbare Titel, die sie euch singen wird. Und sie hat eine super Stimme, haben wir eben beim Soundcheck schon gehört. Und es ist keine geringere als die Tochter des Bürgermeisters hier aus Obrichheim. Viel Spaß mit Luana! Applaus! When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. Stand by me. Stand by me. If the sky that you look upon should tumble and fall, all the mountains should crumble to the sea. I won't cry,
I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand, stand by me. Und alle! And darling, darling, stand by me, oh, stand by me. Stand by me, stand by me, stand by me. Regeln noch einmal, die wir euch jetzt noch mal verkünden werden. Und ich muss wieder einen Euro rausholen. Ich weiß gar nicht, ob ich noch so viel in der Tasche habe. Damit wir gleich die Seiten. 50 Cent reichen auch. 2 Euro. Ist ja egal. Ja? So, 2 Euro nehmen wir die. Okay. So, also. Es geht um die Regeln. Und jetzt noch mal ein Riesenapplaus für eure Bürgermeister. Und zwar einmal für den Bürgermeister aus Oberichheim, Stefan Mutz. Und der Bürgermeister aus Bockenheim, Kurt Jansson! Sag mal, hast du denn was in den Wein reingetan? Damit ihr so grün oder was? Nein, ist nicht mehr so, meine Jungs. Also, okay, gut. Ja, die Regeln. Also, Luana war außerhalb der Konkurrenz, muss man dazu sagen, ja, auf jeden Fall. Wird zwar nachher mitgezählt mit einem Punkt, wenn sie dann durchläuft, ja, aber ansonsten, wie gesagt, schön, dass wir ein Programm hier haben. Ich weiß nicht, kommt von euch morgen noch irgendwas? Ja, habt ihr ein bisschen Programm morgen? Ja, okay, gucken wir einfach mal, ne? Okay, also, die Aufgabe für heute lautet, und jetzt bitte wieder alle aufpassen, ich sag's noch einmal. Heute Abend spielt Bayern München im Finale der Champions League gegen Chelsea London im eigenen Stadion. Stimmt euch schon mal drauf ein und startet eine große Fußballparty. Welcher Ort es schafft, mehr Einwohner vor der RP1-Bühne zu versammeln, die mindestens 3 passende Fußballaccessoires tragen, gewinnt. Die Regeln im Einzelnen noch einmal. Pro Ort sollen so viele Teilnehmer wie möglich mobilisiert werden. Dabei werden auch befreundete Orte als Sympathisanten gezählt. Für jeden Ort wird aus Gattern ein Tor gebaut, wodurch jeder Einwohner laufen muss, um offiziell gezählt zu werden. Mit dem Startschuss auf der RP1-Bühne wird auf beiden Seiten begonnen zu zählen. Dafür bekommt jeder gezählte Teilnehmer ein großes Kreuz mit Edding auf die rechte Hand gemalt und wird mit dem Personenzähler erfasst. Jeder Teilnehmer muss deutlich erkennbar 3 passende Accessoires, also Gegenstände, präsentieren. Und zur Kontrolle darf jeder Ort einen Botschafter zum anderen Tor absenden. Das heißt also, der Bürgermeister vom einen Ort geht zum Zählen des anderen Ortes und umgekehrt, damit ihr beide wirklich das Ganze auch unter Kontrolle habt und seht, was da läuft und dass wir das auch richtig zählen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und jetzt kommt's. Wir haben noch eine ganz wichtige Botschaft an euch. Und die Botschaft kommt gleich auch nochmal von euren Bürgermeistern. Wir wollen hier ein faires Pfalz-Spaßturnier machen. Und deswegen bitten wir euch, dass jeder nur einmal durch das Tor durchläuft. Es darf keiner das Eddingkreuz irgendwie abmachen oder versuchen abzumachen, ja, um doppelt gezählt zu werden. Und da haben wir die Bürgermeister auf jeden Fall im Rücken, die uns da kräftig unterstützen, denn auch ihr wollt natürlich, dass es ein faires Duell ist. Richtig, jawohl. Es muss fair zugehen. Und dann machen wir das auch so, ja? Seid ihr dabei? Ja! Sehr gut. So, jetzt nochmal die Frage an beide Bürgermeister. Gibt es noch irgendwelche Fragen? Ist noch irgendwas offen? Ist noch was offen? Offen nicht, aber ich habe einen Wunsch noch. Oh, jetzt kommt's. Jetzt muss ich Krawatte anziehen. Das. Die Bockenheimer wollten sich hier nochmal vor der Bühne versammeln und so ein Bild gemacht werden. Ja, ja, das machen wir aber am besten nachher, würde ich vorschlagen, ja? Weil wir wollen schon irgendwie pünktlich beginnen und die Leute müssen jetzt erst noch alle raus. Dann können wir es gleich am Anschluss machen, ja? Anschließend. Gut, dann machen wir es auf jeden Fall. Gut, ja? Ich hätte noch kurz was. Ich möchte unseren Verbandsbürgermeister Rainer Lüderhöfer hier in Oberkamp begrüßen. Herzlich willkommen. Also, herzlich willkommen, Lisa Loss. Für den Verbandsbürgermeister. So, dann wollen wir jetzt das Rennen sozusagen starten. Jetzt haben wir eine kurze Kampfansage, beginnend bei Stefan Mutz. Alla hopp, Oberkommis, hopp! Und Kurt Jansson.
Bochum ist Spitze! So, liebe Leute! Damit wir jetzt auch richtig zählen können, verlasst ihr jetzt bitte den Platz. Geht also hinter das RPR1-Tor. Alle dahinter und diese Bahn. Das heißt, wenn hier die Zahl kommt, dann kommt Bockenheim hier hin, kommt der Adler dann darüber. Also, ich mach's jetzt hier. Und der Adler! Also, Bockenheim darüber, Obrichheim auf diese Seite. Obrichheim auf die Seite des Gourmet-Tempels und Bockenheim auf die Seite der Feuerwehr. Der Meisterschaft wird präsentiert von der Spadebahn Südwest. Freundlich und fair. Thank you.
So, man kann jetzt zum Bürgermeister gehen. Gut, alles im Griff. Läuft alles perfekt. Achso, gut. So, kommen wir hier rüber. Stefan, alles in Ordnung? Gut. Und 1, 2, 3, jawohl, das passt. Alles aktiviert hier. Sieht alles auf dem Ballordnung sehr gut aus, wie ich das sehe. Da würden sehe ich kein Ende, hier sehe ich irgendwie kein Ende. Alles wird wirklich mega spannend gleich schon wieder. Und es geht um den zweiten Punkt. Der bekommt diesen zweiten Punkt. Haben wir gleich möglicherweise 1:1 oder steht es 2:0? Weiß es nicht. Gleich wissen wir es aber. Ich schätze mal so, in der Viertelstunde wird was wissen. Und dann wird Thorsten den Anstand bekannt geben. Und dann werden wir nicht weglaufen, hier bleiben, denn wir feiern nachher gemeinsam die RPR1 Fußballparty mit mir und wir haben Fernseher hier. Wir begleiten heute dann auch das Spiel Bayern gegen Chelsea. Das ja heute Abend so München stattfindet. Und der Arena dort, ganz an der Lage, nicht mehr ist, so ich bin gespannt. Also die Arena in München findet statt. Und ihr seid das natürlich auch, dass ihr nach Hause laufen müsst. Essen gibt's hier, trinken gibt's hier. Also da ist es gesagt. Ja, die Kinder, die
Einteilung auf der rechten Seite, also dort, wo die Feuerwehr ist, dort steht Bockenheim. Und auf der linken Seite, dort, wo der Gourmet-Tempel ist, wo die Landfrauen mit den Kuchen sind, das ist Ulrichheim. So, vielleicht schon mal deinen Stimmungstest, oder wie die jetzt schon hier bei uns im Stadion drin sind. Ulrichheim und Matthias! Ja, das hat nicht die Frage.